Einmal im Jahr spielen die Federballflitzer gegen die Power Smashs oder die Knaller gegen die Superspieler. Und genau diese Superspieler heissen so, obwohl sie noch nie Badminton gespielt haben. Schmunzelnd meinen sie dazu. Weil wir haben gemeint, dass wir super sind. Ja. Am Klientis Schülercup fiebern die Primarschüler aus der ganzen Region mit. Auch damals haben sich wieder 70 Kinder angemeldet. Das lässt einerseits das Kind am Spielfeldrand jubeln, aber freuen tut sich auch der organisierende Badminton-Club Uzwil. Schließlich setzt er sich schon seit Jahrzehnten intensiv für die Jugend ein. Nachwuchsförderung hat ganz einen grossen Stellenwert bei uns. Wir haben sehr viele Nachwuchsspieler. Und ja, es zeigt sich nur schon jetzt auch mit dem Anlass, dass man wirklich in Uzwil das Badminton sehr ein bekannter Sport ist und dass viele Schüler Badminton spielen. Aktuell zählt der Club über 100 Junioren. Kaum ein anderer Sportverein zieht in Uzwil so viele Nachwuchsspieler an und darum gehört Badminton zusammen mit Fußball und Eishockey zum beliebtesten Sport in der Region. Attraktiv ist Badminton allemal, wie die Primarschüler bestätigen. Man kann im Team spielen oder auch einzeln. Dass man so coole Tricks machen kann, dass man einfach über das Netz und so. Und ich finde es einfach cool. Dass man geile Punkte machen kann. Voll fest kann schlagen mit dem Schläger auf dem Ball. Ich mache es einfach gern. Man findet Kollegen aus anderen Dörfern. Und man kann das ganze Jahr über machen. Und ist nicht wirklich ein teurer Sport. Beste Werbung also für den Badminton-Club Uzwil, der mit dem Klientis Schülercup wieder ein paar Kinder mehr begeistert hat. Ob auch die drei Superspieler bald ins Badminton gehen, wissen sie noch nicht.